Meine finale Rendite 2020. Hallo und herzlich willkommen bei Finanzimpuls. In diesem Video gucken wir uns mal abschließend an, welche Depot-Performance mein Trade Republic Depot 2020 tatsächlich hingelegt hat. Und zwar vor Steuern. Das heißt, wir gucken uns hier die Bruttorendite an, denn die Bruttorendite ist die eher vergleichbare Rendite. Und ich finde das doch relativ interessant. Nochmal ein ganz kurzer Disclaimer. Ich möchte mich hier nicht darstellen, wie besonders ich bin, wie toll ich bin oder was für eine mega Performance ich hier gemacht habe. Ich möchte hier einfach analytisch mit euch zusammen besprechen, wie mein Depot performt hat, wie die Performance auch vergleichbar ist mit anderen ETFs und wie man das Ganze einordnen kann. Los geht's! Und diese Tabelle kennen einige von euch schon. Ich habe dazu ja schon mal noch im laufenden Jahr 2020 ein Video gemacht, in dem ich so meine ungefähre laufende Performance mal ausgerechnet habe. Und jetzt habe ich hier ja alle zwei Wochen quasi Datensätze eingegeben. Seit dem 31.01.2020, da habe ich das Ganze hier begonnen, denn da habe ich die Depot-Videos gemacht und auch die Daten gehabt. Ich habe hier immer den kompletten Depotbestand in dieser Tabelle halt eingetragen. Dann habe ich meinen Cash-Betrag hier eingetragen. Dann konnte man daraus natürlich errechnen, also mein Depotbestand minus dem Cash-Bestand, das sind meine aktuellen Investitionen von Woche zu Woche gewesen. Das ist natürlich so ein bisschen interpoliert, diese Werte, aber in dem letzten Video habe ich dann auch mit vielen Leuten darüber geredet, ob diese Berechnung okay ist oder ob man die optimieren kann, und unterm Strich ist herausgekommen, dass die Zahlen, die ich hier benutzt habe, sehr, sehr plausibel sind. Also gibt es hier diesen Investitionsbetrag. Das ist hier immer meine nominale Investitionshöhe. Das heißt, wie viel Geld habe ich denn tatsächlich eingezahlt? Und hier hinten kannst du die absolute Rendite sehen. Das war zum 31.01. quasi plus 27 Euro, sagen wir mal, gegen 0, also plus 0,13% Rendite. Und das Ganze geht dann hier entsprechend dieses ganze Jahr zweiwöchig hier durch, bis ich hier unten abschließend am 31.12. hier die Zahlen habe. Depotbestand 59.597 Euro. Ich habe noch ein bisschen Cash hier im Depot gehabt. Das ist meine Investitionssumme zum Jahresende dann gewesen. Und das ist mein Nominaldepotbestand. Und darauf habe ich diese Rendite gehabt. Das ist aber eine Rendite nach Steuern. Ich habe sehr, sehr viele Werte zwischendurch veräußert. Und das ist dann also schon in erheblichem Umfang halt einfach eine Nettorendite. Und mein Depotbestand macht dann aus von der Nominaleinzahlung, also von dem Cash, was ich eingezahlt habe, 19% Rendite. Aber das Ganze müssen wir uns mal so ein bisschen genauer ausrechnen. Und zwar habe ich hier unten noch unterschiedliche Werte auch beim letzten Mal einfach gehabt. Und ich fand, oder ja, mathematisch ist einfach der beste Wert, den wir hier nehmen können, ein arithmetisches Mittel, also ein Mittelwert, also quasi ein Durchschnittswert aus meinen Investitionszahlen. Das sind ja die Zahlen. In der Höhe war ich durchschnittlich in dem Jahr 2020 seit dem 31.01. hier investiert. Und das ist nochmal der Durchschnittswert der Nominaleinzahlung. Da ich aber immer wieder Cash, einen relativ hohen Cashbestand sogar gehabt habe, sollte man eher diesen Betrag hier nehmen, da dieser Cashbestand durchschnittlich 3.785 Euro, wenn man hier mal durchguckt, dann kommt das auch so ungefähr hin. Und das sollte man meiner Meinung nach von der Investitionssumme abziehen, denn ob ich mal auf meinem Verrechnungskonto halt durchschnittlich 3.700 Euro gehabt habe oder nicht, ändert ja überhaupt nichts an der Performance meiner Investition. Das heißt, hätte ich durchschnittlich die 3.700 Euro auf meinem Girokonto gehabt, dann hätte das auch genau der gleichen Rendite unterlegen, also 0 Euro. Deshalb habe ich diese Summe hier rausgerechnet. Und jetzt gucken wir uns hier mal die erste Renditezahl an. Und zwar ist das die Rendite vom Depotbestand mit durchschnittlichen Depotwert. Das heißt Nominalinvestition im Durchschnitt und meine dann schon im erheblichen Teil Nettorendite. Da kommen wir auf 26,85%. Also das sind erstmal wesentlich mehr als diese 19,19%, die hier hinten stehen, da wir nicht davon ausgehen, dass diese 50.000 Euro dem ganzen Jahr über eine gewisse Rendite unterlegen haben, sondern im Durchschnitt waren das einfach nur diese 35.739
Euro. Ich denke, das ist so ein bisschen nachvollziehbar. Wenn du dich in Mathe nicht so mega gut auskennst, dann würde ich einfach mal sagen, vertrau mir, diese Zahl ist nicht vollkommen unplausibel. Und jetzt kommen wir zu der nächst spannenderen Zahl und das ist diese hier. Und diese errechnet sich aus die Rendite mit der durchschnittlichen Investitionssumme. Das heißt, wie viel Geld habe ich im Durchschnitt 2020 investiert gehabt? Das sind 33.826 Euro. Und davon machen 9.597 Euro etwa eine Rendite von 28,37% aus. Und diese Rendite vergleichen wir jetzt einfach erstmal mit diversen ETFs. Und zwar habe ich hier zur Auswahl den DAX. Das sind immer iShares ETFs, die in Euro gehandelt werden. Die WKN habe ich hier immer noch dahinter geschrieben. Das heißt, du kannst im Prinzip das Ganze auch objektiv überprüfen. Zeitraum 31.01. bis zum 31.12.2020 haben diese ETFs auch tatsächlich so performt. Also DAX 5%, weit unter meiner Performance. Beim MSCI World sieht das genauso aus. Wie gesagt, das sind immer die ungehedgten ETFs in Euro. S&P 500 6,43%, MSCI World Momentum mit 12% schon etwas besser, aber immer noch weit weg von meiner Performance. Der S&P 500 IT ETF, der hat schon deutlich besser performt mit 23,65%, ist aber immer noch von meiner Rendite entfernt. Und der Nasdaq 100, der ist wohl mit von den größeren ETFs am besten gelaufen letztes Jahr, der hat mit 29,6%, wenn man jetzt quasi diese Bruttorendite mit meiner größtenteils Nettorendite vergleichen möchte, hat dieser Nasdaq 100 in Euro durchaus besser performt als mein Depot. Aber dies ist ja nur die halbe Wahrheit. Ich habe von meinem Trade Republic Depot den Steuerauszug, also die Jahressteuerbescheinigung 2020 bekommen. Hier oben siehst du halt auch den Zeitraum und du siehst, dass die Höhe meiner Kapitalerträge ausgemacht haben 8.276 Euro. Davon Gewinn aus Aktien 4.838 Euro. Der restliche Gewinn kommt halt aus anderen Produkten. So, und jetzt gehen wir ein bisschen weiter runter. 750 Euro Gewinne habe ich nicht versteuert, denn dort habe ich meinen Sparerpauschbetrag genutzt in dieser Höhe. Und dann sehen wir hier weiter unten, haben wir hier 1869,78 Euro an Kapitalertragssteuer abgeführt. Das heißt, die hat Trade Republic eingehalten und abgeführt. Hoffe ich zumindest mal. Soli nochmal 102 Euro und dann gibt es nochmal ein bisschen ausländische Steuern. Das ist unrelevant. Auf jeden Fall kann man so ungefähr sagen, mal über den Daumen gepeilt, so knapp 2000 Euro an Steuern habe ich bezahlt. Das heißt, wir müssen jetzt Folgendes machen. Hier in dieser Formel siehst du das schon. Also, ich habe hier genommen meinen Gewinn, habe dazu addiert aber die gezahlten Steuern, das heißt die 1869 und die 102 Soli und dann habe ich das Ganze geteilt durch meine durchschnittliche Investitionssumme. Das heißt, wir haben hier wieder einen Prozentbetrag, hier steht das auch nochmal, habe ich es nochmal ausgeschrieben, Rendite mit durchschnittlicher Investitionssumme um gezahlte Steuern bereinigt. Das heißt, wir haben hier jetzt eine Bruttorendite und diese Bruttorendite habe ich erst diese Woche tatsächlich erfahren, weil ich da die Jahressteuerbescheinigung bekommen habe und vorher konnte ich das bei Trade Republic einfach nicht einsehen. So, und das bedeutet, dass meine Rendite vor Steuern, also meine Bruttorendite, 11.570 Euro und nicht 9.597 Euro hoch waren. So, und jetzt gucken wir das nochmal an im Vergleich. Diese anderen ETFs hatten wir besprochen, sind relativ weit von meiner Rendite entfernt. S&P 500 sieht auch nochmal ganz anders aus. Und dieser Nasdaq 100, 29,6%, selbst dieser ETF ist schlechter als meine Depot-Performance. Das heißt, ich habe durchaus von der Bruttorendite her besser performt als der Nasdaq 100. Wenn ich im Nasdaq immer diese Investitionssumme hier investiert hätte, mit der ich auch im Durchschnitt im Jahr investiert war. Also das finde ich schon mal sehr, sehr interessant mitzunehmen. Und wie gesagt, das ist keine Selbstbeweihräucherung. Ich will nicht irgendwie euch darstellen, wie toll ich bin oder wie super ich performt habe. Einfach nur eine neutrale Betrachtung, wie dieses ganze Hin- und Her-Trading und so weiter, was ich mir letztes Jahr häufiger anhören durfte, tatsächlich performt hat und ob das denn besser oder schlechter war, als nur Buy and Hold oder 100% in Nasdaq zu investieren. Und das finde ich halt recht interessant. Und dann geht es natürlich noch weiter hier unten. Das war dann hier nochmal die Bruttorendite und jetzt haben wir nochmal hier aufgeführt Rendite bei 100% Investition des Depotbestandes. Das heißt, hätte ich in dieser gesamten Laufzeit keinen Cashbestand gehabt, sondern immer alles investiert, ja, mein Nominal-Cash quasi durchschnittlich investiert
mit dieser Rendite, 34,2%, dann, du siehst hier unten eigentlich auch immer die Formeln, dann wäre ich auf 12.224 Euro Rendite gekommen. Durch diese Berechnung ist mir auch aufgefallen, dass Time in the Market, Market Timing eher schlägt. Das ist also diese analytische Variante, warum ich häufiger sehr hoch investiert bin, wenig Cash habe. Und wenn gewisse Werte mal sinken, dann schichte ich um. Das heißt, kaufe ich zum Beispiel mal mein Nasdaq ETF und kaufe mir dafür Einzelwerte. Das ist natürlich von der steuerlichen Seite her und auch von dem Steuerstundungseffekt ein Desaster. Das weiß ich und da muss ich auch nochmal überlegen, wie ich das zukünftig vielleicht ein wenig optimieren kann. Bislang habe ich da noch keine super tolle Idee gefunden. Hätte ich komplett, hier kann man auch wieder die Formel sehen, das heißt mit meinen 35.739 Euro, also alles Geld, was ich gehabt habe, in einen DAX-ETF gesteckt, dann hätte ich diese Rendite gehabt, also 1.819, ähnliche Rendite beim MSCI World, beim S&P 500 schon etwas besser, beim MSCI World Momentum hier mit 4.300 Euro schon okay, aber immer auch nur noch so ein Drittel so in der Größenordnung, mit 8.452 Euro hier der S&P 500 IT schon recht ordentlich und vergleichsweise auch ziemlich gut der Nasdaq 100 hier mit 10.578 Euro. Nichtsdestotrotz bin ich halt mit meiner Art zu investieren trotzdem besser gefahren. Und hier unten habe ich nochmal ein Rechenbeispiel, das hatte ich ja schon vor einiger Zeit hier eingetragen. Und stellt euch mal vor, ich würde meine Gesamtinvestition meines Depots so aufteilen, dass ich 60% in den Nasdaq, 15% in den S&P 500 IT, 15% in den MSCI World und 10% in den S&P 500 investieren würde. Dann würde diese Rendite hier rausfallen. Hier unten siehst du auch nochmal die ganzen Formeln halt einfach, wie ich das berechnet habe. Und anstatt 12.224 Euro Rendite mit meinem Nominaldepotbestand über die Zeit halt einfach, hätte ich 8.502 Euro gemacht. Ich wäre entspannter und vielleicht ein bisschen gestreuter auch gewesen in diesen ETFs hier, hätte aber schon ein paar Euro weniger Rendite gemacht. Also ich finde diese Zahlen insgesamt gar nicht mal so uninteressant. Und ja, natürlich, jetzt muss ich auch mal ein bisschen mein Ego streicheln. Und so schlecht war meine Depot-Performance letztes Jahr nicht. Man muss sagen, dass die aktuelle Depot-Performance bei mir mit, das gucken wir uns jetzt gleich auch nochmal an, denn das tracke ich ja auch laufend. So, ich habe das Ganze nochmal so ein bisschen größer gemacht, in der Hoffnung, dass man das so einigermaßen gut erkennen kann. Also seit Anfang des Jahres 2021 tracke ich das Ganze auch wieder. Ich habe hier meinen Nominaldepotbestand mitgenommen, das heißt, ich habe mit einer Rendite von 0% angefangen und das ist nur die Performance im Jahr 2021. Und wenn wir das mal vergleichen zu letzten Jahr, bin ich hier einfach 12.3., das ist jetzt Freitag letzte Woche gewesen, bei minus 3,37% oder 2.377 Euro Rendite seit Jahresanfang. Du siehst hier einfach auch, wie ich das Ganze, also ich habe das im Prinzip genauso berechnet wie in der anderen Tabelle halt auch. Du siehst aber auch, dass mein Nominaldepotbestand wesentlich höher ist und meine Investition auch wesentlich höher ist. Das heißt, die absoluten Zahlen wirken sich natürlich wesentlich drastischer aus. Das heißt, ich war am tiefsten Punkt dieses Jahr minus, sagen wir mal, 8% gerundet, aktuell bei minus 4%, wirklich pessimistisch gerundet. Wir gucken uns das Ganze nochmal hier im Jahr 2020 an mit dem Coronavirus-Crash. Denn du darfst dieses Depot hier auch nicht vergleichen mit einem Depot von jemandem, der erst im März angefangen hat zu investieren, denn ich war mit einem Cashbestand, sehr niedrig und zwar relativ erheblich mit 27.000 Euro war ich im Februar investiert, also fast voll investiert und dann ging es nach unten und ein erheblicher Betrag in meinem Depot ging dann natürlich auch nach unten. Das heißt, ich bin hier durchaus, hier bin ich dann teilweise ausgestiegen, du kannst sehen, dass sich der Cash-Betrag hier erhöht hat und ich bin dann wieder etwas eingestiegen. Ich hätte es auch einfach behalten können, das heißt nicht verkaufen, einfach drin investiert bleiben, aber man wusste halt nicht im März, wie schnell der Coronavirus-Crash sich wieder erholt. Dieses Problem hatte nicht nur ich, das haben auch viele Anleger, die seit Jahren anlegen und nicht nur Buy and Hold machen, dass man da so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden ist. Ich habe nichtsdestotrotz relativ schnell wieder investiert, aber ich habe hier auch durchaus minus 16% in meinem Depot gehabt. Von meinem investierten Kapital waren das durchaus auch minus 20%. In der Woche war ich auch mal bei minus, 24, 25%. Das taucht hier in dieser Übersicht natürlich dann nicht
auf. Und wenn wir das Ganze jetzt mal einordnen, wir sind hier immer noch in der Jahresperformance. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal einordnen im Jahr 2021 minus 3%, dann ist das nicht so besonders viel im Minus, wie ich aktuell im Minus bin. Dadurch, dass mein Nominaldepotbestand wesentlich höher ist, also 70.000, sagen wir mal 71.000 Euro grob gerundet, und ich war mit 21.000 Euro halt nur Nominaldepotbestand im Januar 2020 beziehungsweise dann 27.000 Euro im Februar 2020 investiert. Das ist weniger als die Hälfte meines aktuellen Depotbestandes. Das muss man einfach mal so feststellen. Jawohl, ich finde dieses analytische Durchgehen eigentlich super interessant. Mich würde jetzt natürlich nochmal interessieren, hilft dir das auch, das Ganze so ein bisschen zu begreifen und die Zahlen oder das, was man wöchentlich sieht in meinen Depotvideos, das Ganze so ein bisschen zu objektivieren, das heißt, wie sind die Zahlen tatsächlich in einem Jahr gewesen, wie hoch ist die Rendite tatsächlich, wie viel Steuern habe ich tatsächlich bezahlt. Ich finde das persönlich immer sehr hilfreich. Und ich muss sagen, dass ich in dem letzten laufenden Jahr definitiv nicht damit gerechnet habe, dass ich noch bei ja über einem Drittel Depot-Performance einfach bin, brutto. Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Und ich gehe auch davon aus, dass wir 2021, also ich zumindest in meinem Depot, dort nicht landen werde. Wenn ich irgendwo so bei 15-20% Rendite sein werde, dann bin ich wirklich schon glücklich. Wie gesagt, ich weiß nicht, was passieren wird, aber über 15% würde ich mich schon freuen. Ist natürlich derzeit nicht so schön anzusehen, weil ich davon noch ein wenig entfernt war, aber ich war auch schon bei 9,3% hier im Plus auf dem Höchststand des Nasdaq, wo alles noch sehr, sehr gut halt einfach war. Nichtsdestotrotz habe ich hier noch ein bisschen weniger Geld gehabt. Aktuell habe ich ein bisschen mehr Geld investiert. Und wenn der Nasdaq wieder auf diesem Stand sein sollte, dann könnte es auch durchaus schon Richtung, sag mal, 12% oder sowas gehen. Und da freue ich mich dann einfach drauf, wenn es kommt. Schon wieder ein Wenn, aber es ist halt so, wie es ist. Niemand weiß genau, was morgen oder die nächsten Wochen an der Börse so passiert. Wenn du mir ein Like geben würdest für meine Transparenz, würde ich mich sehr freuen an dieser Stelle. Du darfst diesen Kanal auch gerne kostenlos abonnieren, falls noch nicht geschehen. Ich bedanke mich bei dir fürs freundliche Zusehen und bis zum nächsten Video dann. Ciao!